Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie. Sie und jeden, der mir nahe war. Nein! Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist, im Tode vereint, das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor! Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen, jetzt! Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein! Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du? Talion, ich werde dich finden. Hat
hatte seit Tagen kein gutes Essen mehr. Spinnt sie nicht. Ich bin... Ich muss leise sein. Komm. Diese Orks machen sich für den Krieg bereit. Er wartet. Ich hab nichts gehört. Doch wie lange noch? Ja, berühmte letzte Worte. Tyon! Tyon! Wenn mich eine davon schief ansieht, mach es! Aber nur der Wind! Zurück an die Arbeit! Schnell, Tyon! Rette mich! Ich weiß nie, was man hier findet. Was hat man dir nur angetan? Du hast uns warten lassen. Lass ihn frei! Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen, Waldläufer. Nicht, bis sie etwas Wertvolleres im Austausch dafür erhält. Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen. Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort! Du bist tapfer. Für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Wie viel bist du bereit zu opfern? Zu lassen. Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Noch nicht. Du willst den Ring? Du könntest ihn mir für den Geist geben. Um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kanka und ich halte mich an mein Wort.
Ich würde ihn auch nicht hergeben. Warte! Tanja, nein! Hier hast du ihn. Ich bin beeindruckt, Waldläufer. Er muss dir viel bedeuten. Hol deine Marionette, bevor sie stirbt. Du hast uns verdammt, Talion. Ihre Macht war bereits groß, aber nun besitzt sie auch noch die meine. Ich gab meine Lebenskraft für diesen Ring. Dann müssen wir ihn zurückholen. Shankar! Der Krieg, den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Der Palantir muss beschützt werden. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Unsere Zeit hier unten. Worauf warten wir noch? Da. Sein Geist ist schwach. Lanier, Palantir. Was weiß ich schon von Seelen? Moment! Wer führt die Suche nach dem Palantir? Der Hauptmann, der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt.
dann wird er nicht weit kommen. Nimm die Unterstadt und du bist ein Soldat. Nimm die Oberstadt und du bist ein König. Ich muss sagen, das war eine meiner besseren Belagerungen. Gute Kämpfe, gute Beute. Das Essen ließ aber zu wünschen übrig. Was ist der verdammte Tag? Was? Wenn ich den Schuldigen finde, steche ich ihn ab. Hier wird es zwei Arten von Menschen geben. Sklaven und Leichen. Jede Bleichhaut, die ich finde, wandert in den Käfig. Was war das? Statt an der Front zu sein. Es war's wert. Es ist der Grabwandler. Ich dachte, er sei tot. Ist er auch? Talion, der Bogen. Für die Gondorana sieht es schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Wenn wir ihn besäßen, könnten wir das Blatt wenden. Warum wissen diese stinkenden Bleichhäute nie, wann sie geschlagen sind? Die... Wir müssen ihre Hauptmänner ins Visier nehmen.